Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Leute, zu einer neuen Folge Need for Speed Underground 2. Ja, es geht weiter mit unserem Oldschool Let's Play. Ich muss mal kurz den Lärm auf meinen Ohren ein bisschen leiser machen. So, jetzt schalten wir erstmal einen Gang runter und gehen wieder ordentlich ab hier. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, bei dem Tuning Shop gespeichert. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir überhaupt hin wollten. Ich glaube, wir wollten einen Street X fahren. Nee, Street X. Und zwar das da oben. Jetzt muss ich hier wieder Hybrid-Gamer-mäßig meine Maus mit benutzen. Nächstes ist einer dem nächsten. Das da, ne? Dann fahren wir doch erstmal das da. Jawohl! Und los geht's. Ja, es ist ein Weilchen her, dass ich aufgenommen habe. Es ist auch ein Weilchen her, dass ich aufgenommen habe überhaupt. Ja. Aber das wissen die meisten ja wahrscheinlich. Also ich nehme das Ganze hier im Voraus auf. Und wahrscheinlich das ganze Let's Play wird im Voraus aufgenommen sein, bevor die erste Folge online kommt. Weil ich das einfach gezockt habe, weil ich Zeit hatte. Und dann eben erstmal so ein bisschen schon mal was im Voraus haben wollte. Damit es mir dann im Nachhinein leichter fällt, das alles einfach nur rauszuhauen. Also im Grunde muss ich einfach nur... Moment, da war irgendwas. Jetzt soll ich nicht mal die Hand bremsen, dann komme ich besser rum. Oh, das ist ein Sprintrennen. Mal gucken, ist das ein legales? Ja, das ist ein legales. Na egal, fahren wir trotzdem kurz. Da kommen wir am Ende wieder hier raus. Zack. Annehmen und los geht's. Fahren wir erstmal wieder ein schönes Rennen hier, ne? Ich muss den Wagen auf jeden Fall noch auf Beschleunigung tunen. Aber ich wollte jetzt ja erstmal mir einen Wagen als nächstes bauen, der hier ein bisschen mehr Pumps unter der Haube hat. Also einen Dragwagen. Und dafür brauche ich eben erstmal ein wenig Kohle. Wuhuhu! Ich dachte, ich hätte die Sprungkamera ausgestellt. Oh! Da kam was. Da kommt auch was! Mann! Oh, hart verkackt. Hart verkackt, Leute. Ah, die da auch. Schon viel zu lange nicht mehr gefahren, ey. Das geht gar nicht. Vielleicht merkt, ich fahr total scheiße. Oh, Papa. Alter, fahr ich schlecht, ey. Ich bremse einfach nicht mehr, glaube ich. Whee! Und ich fahre ja immer noch Third Person. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man First Person fährt, ja. Das dann immer noch abgefuckter. Ja, und zwar momentan, was ist so momentan los? Wenn ihr das hier seht, ist es wahrscheinlich schon lang vorbei. LP Wars mit Bitquid, ja. Eigentlich eine ganz geile Idee, habe ich gedacht. Machst du mal mit? Jetzt ist die erste Runde und ich könnte mich direkt aufregen, ja. Ich reg mich jetzt so einfach mal auf. Und zwar hieß es, reicht ein 5- bis 7-minütiges LP ein. Mein erster Gegner hat ein 9,5-minütiges. 9 Minuten 40, um genau zu sein. Ne, 39, Entschuldigung, wir wollen ja hier nicht überziehen, ja. 9 Minuten 40 langes LP eingereicht. Ja, und damit eigentlich grob gegen die Regeln verstoßen, aber da Bitquid gesagt hat, okay, die User entscheiden nur, ja, also ausschließlich die User, Bitquid sagt überhaupt nicht mehr. Also ursprünglich war es anfangs gedacht, dass Bitquid aussortiert, 8 Leute kommen ins Ende, ins Finale sozusagen, und haben dann müssen sich dann eben am Ende battlen, ja. Oh scheiße, das war ein Fehler. Ah, Mama! Ja, also 8 Leute im Finale und dann am Ende, was heißt im Finale? Ja, Ausscheidung, eine Endausscheidung, und die dürfen dann sich untereinander die Köpfe einschlagen mit ihren Videos. Und, Bitquid wollte vorher eben aussortieren, wer diese 8 Leute sind. Und das Ganze sollte dann eben nach einem K.O.-System laufen. So, End vom Lied ist allerdings, dass Bitquid sich wohl überlegt hat, wir machen das, es sind so viele eingegangen. Oh, schon wieder ein Titelbild. Ist ja langweilig. Es sind so viele. Lass die anderen hinter dir und vielleicht ziert dein Wagen bald die neue Car Audio und Electronics. Ich bin ja mal reden, Schlampe. So. Ja, jedenfalls haben sie sich zu überlegt, es sind so viele eingegangen, dass sie jetzt nur die User entscheiden lassen wollen, wer diese 8 Leute sind. Und zwar läuft das über User Voting. Das heißt, es wird eben gewotet, nur noch die Likes zählen. Das finde ich auch gar nicht so schlecht.
Finde ich eigentlich ganz okay, die Regelung. Aber was ich nicht okay finde, ist, dass dann Leute einfach trotzdem längeres LP einreichen können, ohne dass irgendwer ihnen auf die Fresse dafür haut. Was ist noch hier? Scheiße, denn da unten ist das noch. Kann man Rennen denn so verstecken, Alter? So. Dann. Oh, das war ein kurzer Parcours. Na egal. Ja, jedenfalls ist es jetzt eben so, dass alle Leute was einreichen können. Oder was eingereicht, alle Leute, alle Leute, die was eingereicht haben, ja, werden hochgeladen. Finde ich okay. Aber. Obwohl auch wenn man irgendwie mal ein 5 Minuten längeres LP hochgeladen hat, was eigentlich gegen die Regeln ist, ja, wird man trotzdem, oder eingereicht hat, wird man trotzdem hochgeladen. Und das finde ich einfach asozial, weil es hieß 5 bis 7 Minuten und wenn ich dann längeres LP hochlade, dann ist das mein Problem und dann muss der Organisator eigentlich auch mal so konsequent sein und sich da durchsetzen, sag ich mal. Ja, und wenn die dann eben sagen, okay, wir laden den trotzdem hoch, dann müssten sie wenigstens so fair sein und sagen, okay, es werden 5 Likes abgezogen oder so. Einfach, weil er ein zu langes Video hochgeladen hat. Das muss jetzt ja nicht unbedingt 5 Likes sein. Aber muss eben schon das Ganze ein bisschen angemessen machen an die Länge, was er überzogen hat. Weil sonst finde ich, ist es irgendwie asozial zu sagen, wir machen hier 5 bis 7 Minuten und machen eine Vorauswahl, wenn sie dann keine Vorauswahl machen und dann die Leute, die ein längeres LP hochladen, einfach, ganz normal gewotet werden. Und ich habe jetzt, weil mir das zu blöd war, habe ich jetzt einen Kommentar drunter geschrieben, unter das Video, und habe eben auch mal meinen Unmut sozusagen freien Lauf gelassen, habe eben geschrieben, dass ich es ein bisschen asozial finde, dass einfach so jetzt auch Videos hochgeladen werden, die länger als die ausgemachten oder angekündigten 5 bis 7 Minuten sind und dass die ganz normal gewertet werden, ohne dass am Ende was abgezogen wird. Weil das ist dann ja nicht so unbedingt regelkonform, ne? Und wenn man sich als Organisator nicht an seine eigenen Regeln hält, dann sind Regeln irgendwie ein bisschen für den Arsch, muss ich ja mal sagen. Und ich muss jetzt mal ein bisschen weniger labern und mich mehr aufs Fahren konzentrieren. Ich bin zu langsam. Aber ich muss mich gerade mal kurz aufregen, das müsste sein. Oh, Kostas hieß der Reiseführer in Griechenland, der uns die Peloponnes gezeigt hat. Ja, aber das fände ich schon ein bisschen asozial. Also wenn ihr dieses Video seht, ist es wahrscheinlich das Video schon längst vorbei. Aber sowas finde ich ist einfach, so unstet zu sein, finde ich ist einfach nicht okay. Ja, wenn man was sagt, wenn man eine Regel aufstellt, 5 bis 7 Minuten, dann soll man sich auch verdammt nochmal daran halten. Ja, dann kann man nicht einfach während des Battles sagen, okay, er hat zwar ein 9-minütiges Video hochgeladen, aber passiert halt, ne? Finde ich unfair, muss ich echt sagen. Finde ich einfach nur unfair. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir jetzt hinfahren. Nächste Street X. Das ist da oben irgendwo. Das da. Platz da! Ja, das hat mich echt aufgeregt heute, weil das Video ist gestern online gegangen und dann habe ich auch direkt erstmal ein Info-Video hochgeladen, weil ich gesehen habe, oh, verdammt, mein Kontrahent hat erstmal so. Oh, noch ein Rennen. Ist das ein Ding alles? Nein, ein Illegales, das nehme ich doch mit. Was ist das denn? Ein Drift? Ach, scheiße, das ist ein Drift. Ja, okay, ich muss noch kurz meine Steuerung umstellen. Ich kann das nämlich immer noch nicht, Freunde. Ich kann es einfach nicht. Nee, Mittel. Hallo? Spieler? Ach, da muss ich das, genau. Seht ihr, ich habe schon so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß schon gar nicht, wie das geht. So. Ja, jedenfalls hat mich das ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Ich muss mal gucken, nimmt mein Laptop überhaupt noch auf? Oh ja. Die Soundaufnahme läuft. Oh, jetzt wäre ich beinahe wieder rückwärts losgefahren. Cooler Drift, Junge! Du Lutscher! Du blöder Wichser! Verbockt ihr mir meinen 10.000er Drift?
Corny hier souverän Erster mit fast 10.000 Punkten Vorsprung. Ja. Ja, also gut, man merkt aber vielleicht auch, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ja, okay, aber eigentlich brauche ich mich jetzt nicht mehr konzentrieren, jetzt kann ich auch scheiße fahren. Eh gefahren. Aber ich würde mal sagen, ne, habe ich wohl gewonnen. Whee! Erstmal ins Ziel drehen. So. Ja, das mit Big Quit, das war einfach die Aktion, die fand ich einfach nicht so geil, muss ich einfach sagen. Ja. Ist jetzt so gelaufen, kann ich nicht ändern. Ich habe einen Kommentar unter dem Video von Forex gepostet, dass ich das nicht okay finde, wenn man schon sowas macht, dass man sagt, okay, wir lassen auch andere Videos zu, auch längere Videos, ja. Dann muss man das auch öffentlich machen, dann kann man das nicht einfach im stillen Kämmerlein machen. Sondern muss man das auch so machen, dass es auch alle mitkriegen, ja. Oder muss man zumindest einen runden Mail rund schreiben. Das haben sie ja sonst immer gemacht. Aber sonst eben dieses eine Mal eben nicht. Die haben sonst immer, wenn wir irgendwas war, haben sie rumgeschrieben. Finde ich auch okay. Haben sie auch gut gemacht. Aber ich finde, dass dieses eine Mal war eben nicht okay. Weil sonst zum Beispiel, wenn ich gewusst hätte, dass ich auch ein längeres LP, also 10 Minuten machen kann, ja, dann hätte ich zum Beispiel eine Runde Madden Arcade gespielt, was ein mega geiles Spiel ist, was derbe viel Fun macht, ja. Und was eben einfach auf diesem eben Madden ist. Und ich liebe Madden halt, ne. Man die meisten wahrscheinlich schon gekriegt. So, die beiden habe ich noch, die beiden Stores. Deshalb hole ich mir jetzt mal kurz. Frontstoßstangen, Heckstoßstangen und Seitenschürzen. Ah ne, Moment, das war die falsche Taste. Ups! Nein! Nein! So. Hey, wenn dein Wagen nicht wie der von deiner Mama aussehen soll. Wie der von deiner Mama? Hier gibt's das Mama! Optische Tuning. Schürzen, Spoiler, Schweller und noch mehr. Nee. Brauche ich erstmal nicht, aber wir haben es jetzt erstmal. Und jetzt können wir noch gucken, was so für geile Lacksorten gibt. Ob wir jetzt neuen Lack. Oh, Lack. Rrr. Gucken, ja, einmal reingucken, ob wir da was Neues kriegen. Ein Filmteam dreht eine neue Folge von Four to the Floor. Sieh zu, dass du die Ziellinie als Erster überfährst, dann bist du bestimmt dabei. Bin ich sowieso immer, ich bin so geil. Lackarten, yay, neuen Lack. Hoffentlich kriege ich jetzt hier. Was kriege ich? Mal gucken, hier, Grundfarbe und so. Hochglanz. Metallic. Hammer nice. Machen wir mal ein Grün? Ah ne, wir haben schon blauen Neons unten drunter. Eigentlich können wir schlecht grün machen. Jawoll! Spoiler! Auch in Metallic natürlich. Ist ja klar. Schön hier weiß, Dachspoiler ist Carbon, Spiegel sind nicht Carbon, okay. Auch Metallic natürlich, ja. Auch in so einem wunderschönen glänzenden Weiß. Felgen habe ich schon, ne? Ah, das sieht eigentlich fast schöner aus. Bremsen habe ich schon, Motorakzente kann ich noch nicht, Auspuffblende kann ich auch nicht. Okay, einmal das bitte drauf sprayen. Dankeschön. So, jetzt sind wir bei 2,85. Das heißt, ein bisschen was fehlt uns noch. Jo. Wunderbar. Aber wir haben jetzt schon mal die beiden neuen Shops hier. So, das Rennen finde ich jetzt auch so. Ich finde nur den Weg hier oben in die Heiz nicht. So, jetzt geht es ab hier, ne? Oh, da ist noch ein Rennen. Illegal ist, das nehmen wir natürlich mit. Ah, fuck. Das ist auch witzig. Ich kann, wenn ich, ich kann nur die Maus, also ich kann irgendwie, kann ich mit den Tasten, kann ich gerade nicht fahren mit meinen Pfeiltasten. Aber ist ja auch egal. Brauche ich ja auch nicht. Ich habe ja meinen mega mighty geilen fucking overpowerten Controller hier. Ah ja, aber halt immer ruhig euer Nitro-Jagd am Anfang raus. Ich fahre sowieso gleich einen Grund im Boden, weil nämlich ein Auto kommt, der jetzt einer mal reinfahren werde. Einfach nur, weil ihr keinen Skill habt. Wie man sieht, zieht euch alle ab.